Nach diesem Video hast du 6 wertvolle stoische Tipps kennengelernt, die dir helfen werden, mehr Gelassenheit und inneren Frieden in deinem Leben zu finden. Erstens, höre nicht zu viel auf die Meinungen anderer. Aus stoischer Sicht ist das Wichtigste, was man über die Meinungen anderer wissen muss, dass sie für uns externe Dinge sind, die wir nicht kontrollieren können. Epiktet betonte oft, dass es einen großen Unterschied zwischen Fakten und Meinungen gibt. Fakten sind objektive Beschreibungen von Dingen oder Ereignissen. Meinungen sind Werturteile über diese Dinge oder Ereignisse. Fakten sind unabhängig von der Existenz des menschlichen Verstandes. Meinungen werden ausschließlich durch den menschlichen Verstand erzeugt. Wenn wir der Meinung anderer zu viel Aufmerksamkeit schenken oder uns diese zu Herzen nehmen, kann dies unser Seelenfrieden stören. In unserer heutigen vernetzten Welt ist es umso wichtiger, sich nicht zu sehr um die Meinung anderer zu kümmern. Jeder Mensch hat unterschiedliche Interessen, Überzeugungen, Hintergründe, Erfahrungen, Werte und somit Meinungen. Wir haben keine Kontrolle darüber. Die Meinung anderer Menschen ändert nichts daran, wer wir sind. Meinungen sind subjektiv. Deshalb sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, was andere von uns denken, sondern darauf, dass wir das Richtige tun. Dass wir freundlich, geduldig, ehrlich, fair, verständnisvoll, tolerant, liebevoll, besonnen, diszipliniert oder weise handeln. Solange wir das Richtige tun, ist die Meinung der anderen egal. Marcus Aurelius schrieb hierzu: Es erstaunt mich immer wieder. Wir alle lieben uns selbst mehr als andere Menschen, trotzdem ist uns deren Meinung wichtiger als die eigene. Zweitens, ziehe dich ab und an in deinen Rückzugsort zurück. Wenn wir verärgert, verängstigt, deprimiert oder gelangweilt sind, müssen wir nicht vor diesen Gefühlen weglaufen und uns ständig mit etwas ablenken. Ebenso müssen wir nicht irgendwo hinfahren, sondern dieser Rückzugsort befindet sich in uns selbst und wir können jederzeit dorthin gehen. Hier können wir über Dinge oder über uns selbst reflektieren und uns die Zeit für uns nehmen, über unsere Prinzipien nachzudenken. In unserer hektischen und schnelllebigen Welt passiert das viel zu selten und wir versuchen jede freie Minute mit sinnlosen Aktivitäten zu füllen, damit wir vor unseren Gedanken fliehen können. Gelassenheit und innerer Friede können aber nur entstehen, wenn wir uns mit uns selbst und somit mit unseren Gedanken wohlfühlen. Markus schrieb hierzu: Menschen versuchen immer, alles hinter sich zu lassen. Auf dem Land, am Strand, in den Bergen. Und man wünscht sich stets, man könnte dasselbe tun, was idiotisch ist. Schließlich kannst du immerfort, wenn du willst, indem du den Blick nach innen richtest. Nirgendwo sonst wirst du mehr Frieden finden, frei von Ablenkung sein, als in der eigenen Seele. Drittens, akzeptiere, dass wir sterblich sind. An den Tod zu denken, macht uns so viel Angst, dass wir lieber diesen Gedanken verdrängen und uns ablenken. Aber was ist, wenn wir keine Angst haben und bereit sind, diese unausweichliche Wahrheit zu akzeptieren? Was wäre, wenn das Nachdenken über diese Tatsache ein einfacher Schlüssel wäre, um das Leben in vollen Zügen zu genießen? Wenn wir unsere Ansicht über unsere Sterblichkeit etwas ändern, ist es nicht mehr beängstigend oder deprimierend, sondern kann eine Quelle der Inspiration, Motivation und Dankbarkeit sein. Diese Ansicht kann uns sogar sehr beleben, demütig und dankbar machen und verhilft uns dazu, unser Leben in vollen Zügen zu leben
ohne eine Sekunde es zu verschwenden und alles als selbstverständlich wahrzunehmen. Marcus Aurelius schrieb: Du könntest auf der Stelle sterben. Lass diesen Gedanken, dein Tun, deine Worte und dein Denken leiten. Viertens, du hast mehr Ressourcen in dir, als dir bewusst ist. Wut, Ärger, Angst, Enttäuschung. Manchmal sind wir von unseren Herausforderungen und Widrigkeiten und den damit einhergehenden Gefühlen so überwältigt, dass wir uns hilf- und machtlos fühlen. In solchen Situationen dürfen wir nicht vergessen, dass wir enorme Ressourcen in uns haben. Wir können solche Situationen ebenso nutzen, um uns in unseren Tugenden zu üben. Epiktet sagte hierzu: Bei allem, was dir widerfährt, denke daran, dich dir selbst zuzuwenden und zu untersuchen, welche Kraft du hast, dich mit ihm auseinandersetzen. Wenn du einen schönen Knaben oder ein schönes Mädchen erblickst, so wirst du als Gegenkraft Selbstbeherrschung in dir finden. Mutet man dir eine schwere Strapaze zu, so wirst du Ausdauer. Beleidigt man dich, Gleichmut finden. Wenn du dich daran gewöhnt hast, werden dich die Eindrücke und falschen Vorstellungen nicht mehr hinreißen. Fünftens, wechsle deine Perspektive. Die Stoiker verwendeten die Sicht von oben, um ihren Standpunkt von einer Perspektive der ersten Person zu einer Perspektive der dritten Person zu verschieben. Wir sehen uns wie von oben und dabei sehen wir uns nicht nur als Individuen, die von den Dingen um uns herum getrennt sind, sondern als Teil des Ganzen. Der Grund, warum wir dies tun, ist, dass es uns hilft, uns selbst und unsere Anliegen objektiver zu sehen, wenn wir uns in der dritten Person von außen betrachten. Wenn wir uns von den Sorgen, Ängsten und Problemen distanzieren, können wir sie klarer und weniger emotional sehen und haben eine bessere Chance, ihre Ursachen zu verstehen und geeignete Lösungen zu ergreifen. Je näher wir unseren Problemen sind, desto schwieriger kann es sein, sie klar und objektiv zu sehen. Wenn wir herauszoomen und das Gesamtbild unseres Lebens betrachten, wird es einfacher, die Dinge im Kontext zu sehen. Einer der Hauptvorteile der stoischen Philosophie ist die Erkenntnis, dass uns nicht Menschen, Dinge und Ereignisse verärgern oder schlecht fühlen lassen, sondern die Sichtweise, die wir auf sie haben. Die Stoiker glaubten, dass wir die Auswirkungen von Angst, Wut und Frustration verringern und im Umkehrschluss Gelassenheit und inneren Frieden steigern können, wenn wir unsere Sichtweise auf unsere Umwelt ändern und sie als Ganzes betrachten. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Fähigkeit zu Mitgefühl, Verständnis und Objektivität, weil wir begonnen haben, die Fähigkeit zu entwickeln, andere Leben als Teil des Systems zu betrachten, in dem wir leben. Diese Übung sollte uns auch helfen, darüber nachzudenken, wie wichtig wir uns doch manchmal nehmen und wie idiotisch viele unserer Handlungen sind. Wenn wir die Sicht von oben betrachten, erfahren wir, was wichtig und was trivial ist. Möglicherweise stellen wir fest, dass das, was uns aktuell beschäftigt, verblasst, wenn wir das Gesamtbild berücksichtigen. Markus schrieb: Platon hat recht. Wenn du über Menschen reden willst, musst du die Erde von oben betrachten. Herden, Armeen, Bauernhöfe, Hochzeiten, Scheidungen, Geburten, Tode, geschäftige Gerichtshöfe, verlassene Plätze, all die fremden Völker, Feiertage, Trauertage, Markttage, alles zusammen eine Harmonie von Gegensätzlichkeiten. Sechstens, reflektiere täglich. Wenn wir ein besserer Mensch werden möchten, der mehr Gelassenheit und inneren Frieden erfahren will, müssen wir uns zunächst über unser Leben bewusst werden. Dafür sind Selbstreflexionen da. Seneca hielt jeden Abend Rückschau auf seinen Tag. Er schrieb:
Ich mache von dieser Fähigkeit Gebrauch und verantworte mich täglich vor mir selbst, wenn das Licht entfernt und meine Gattin, bekannt mit meiner Gewohnheit, verstummt ist, überschaue ich meinen ganzen Tag und wege meine Handlungen und Äußerungen ab. Nichts bleibt mir verborgen, nichts übergehe ich. Warum sollte ich denn auch vor meinen Verfehlungen mich fürchten? Da ich sagen kann, gib Acht, dass du das nicht wieder tust. Für diesmal sei es dir verziehen. Seneca stellte sich am Ende eines jeden Tages folgende drei Fragen. Erstens, welches deiner Übel hast du heute geheilt? Zweitens, welchem Laster hast du widerstanden? Und drittens, in welcher Hinsicht bist du besser geworden? Epiktet zitiert seinen Schülern die relevanten Zeilen aus den goldenen Versen der Pythagoreer. Die drei Fragen lauten: Erstens, was habe ich falsch gemacht? Zweitens, was habe ich richtig gemacht? Und drittens, was ist unerledigt geblieben? Durch diese Übung werden wir im Laufe des Tages achtsamer, um die schlechten Gewohnheiten nicht zu wiederholen und die guten fortzusetzen, und es hilft uns ebenso, nicht zu sehr impulsgesteuert zu handeln. Es erleichtert uns weiterhin, dass wir unsere Gedanken objektiver betrachten können und besser unterscheiden können, was in unserer Macht liegt und was nicht. Dies führt zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe. Seneca war sich der Vorteile bewusst. Er schrieb: Und was für ein Schlaf folgt auf diese Selbstschau? Wie ruhig, wie tief und frei. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Und noch wichtiger, teile das Video mit jemandem, dem dieser Inhalt weiterhelfen kann. Vielen Dank und bleib inspiriert.